Diese Panzerjäger-Rakete ist die beste Waffe der Ukrainer gegen die Putin-Armee. Bild an der Kriegsfront im Osten der Ukraine. Der genaue Aufenthaltsort darf nicht genannt werden, denn exklusiv zeigen die Soldaten Bild ihr Geheimgewehr, ihre Eigenkonstruktion der Panzerabwehr-Lenkwaffe Stugna P. Ein Soldat sitzt im Schützengraben, 3 Kilometer vor ihm stehen die Russen. Vor ihm ein Monitor und eine Konsole. Mit einem Kabel sind die beiden mit der Rakete verbunden. Bis zu 75 Meter lang kann der Abstand sein. Die Rakete hat 2 Gefechtsköpfe. Sie durchschlägt auch modernste Panzerungen. Ein Laserleitstrahl lenkt sie ans Ziel. Wenn der Abstand 25 bis 50 Meter beträgt, hat man zu 99% einen Abschuss. Romans Truppe verteidigt die Front seit Kriegsbeginn. Vorher war er Polizist. Seine Familie lebt 30 Kilometer entfernt von der Front. Er setzt alles daran, seine Heimat zu verteidigen. Wir haben hier überall friedlich gelebt. Dann kommen die Truppen und erzählen uns, sie wollen uns befreien. Die Hälfte der Leute hier spricht Russisch. Warum das Ganze? Niemand hat sie darum gebeten. Und so geht der Widerstand gegen die Russen unbeirrt weiter, trotz aller Verluste, trotz all der Härte. 2 Panzer hat die Truppe mit der Stugna P bereits abgeschossen. Einen aus über 4 Kilometern, einen weiteren aus fast 1 Kilometer Entfernung. Wir machen weiter bis zum Schluss, solange wir Kraft haben. Denn hinter uns stehen unsere Kinder, unsere Familien und die Heimat. Wir wollen nichts anderes. Die sollen gehen, wir bauen selbst alles wieder auf. Trotz aller Verwüstung und trotz allen Leids sind die ukrainischen Soldaten also optimistisch, dass sie bald wieder in Frieden leben werden.